Hallo, ja, hier stehe ich, wie so oft, und ich werde etwas konsumieren, was essen, was knabbern sozusagen eigentlich, oder der Satz passt eh wieder, ist ja auch egal. Ich werde was knabbern, was ich mir gekauft habe, und zwar vor einer Weile schon, und das ist das hier. Ja, das sind die Pocky. Ich habe es genau nachgeguckt, wie es heißt. Die Pocky Share Happiness, so und so Sticks. Wie auch immer. Ihr könnt es ja da oben lesen. Da steht's, weil ich gebe mir Mühe, das nochmal als korrekt zu bezeichnen. Und es ist die Variante mit Strawberry Flavor, also Erdbeergeschmack. Wer sich erinnern kann oder zurückschauen möchte, schaut einfach zurück und schaut das Video nochmal an. Gute Idee. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal solche Pocky Sticks geknabbert. Die hat mir mein Neffe zu Weihnachten geschenkt. Yep. Und dann stellt sich raus, kurz darauf, völlig zufällig, hat der Netto solche Pocky-Sticks im Angebot. Und zwar mehrere Sorten. Und das war die andere Sorte. Dann habe ich die gekauft. Mir gedacht, die mache ich mal. Und jetzt gucke ich gerade mal. Ja, die sind noch nicht abgelaufen, ist schon mal gut. Ja, und die werde ich jetzt knabbern, weil die sind gut. Außerdem habe ich damals gefragt, wie heißen denn die so ähnlichen bei uns? Das waren die Mikado-Sticks, hat mir jemand gesagt, der Tokio, glaube ich. Und ja, jetzt wissen wir es. Also, das sind die Whatever Sticks von Glico. Glico hatten wir öfters mal. Glico ist eine interessante Firma. Interessanterweise diese Packung, ich glaube, die andere war anderswoher. Die ist aus Thailand, wie es aussieht, weil hier stehen interessante, kann man so ein bisschen erkennen, seltsame Schrift, die man so nicht kennt als normaler. Auf jeden Fall nicht japanisch, asiatisch, koreanisch. Und da steht auch glico.com/th, was ihr wollt. Thailand heißt. Dann heißt es noch Thai Glico Co. Limited. Also Glico kommt wohl aus Thailand. Wieder was gelernt. Da steht ganz viel drauf, was ich nicht lesen kann. Das sind Inhaltsstoffe, glaube ich. Die Gramm stehen wahrscheinlich auch irgendwo. Gute Quelle von Fiber. Also gut zum Scheißen so ungefähr. Also 47 Gramm sind es hier. Das sind Keksstange mit Überzug mit Erdbeergeschmack. Na gut, Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Öle, Palmen, Vollmilchpulver, Laktosemilch, Verdickungsmittel, Butter, Reinfett mit Antioxidationsmittel und so weiter. Weizen, Vollkornmehl, Malz, Extrakt, künstlicher Rum, Erdbeerbutter, Milch, Salz, Emulgator, so und so. Erdbeerpulver 0,1%, whoop, Backtriebmittel und so weiter und so fort und kann wieder alles Mögliche enthalten. Kalorien. Pro 100 Gramm 489 Kalorien. Ist ganz schön viel, aber macht ja nichts. Wir haben ja nur 47 Gramm. Gut, also gucken wir mal. Die werden sicher schmecken. Da muss ich mir wahrscheinlich keine Sorgen machen. Wie man sieht, wieder in einer formschönen Glitzertüte. Hier, Licht, Glitzer, Glitzer. Yay. Gut, so, nochmal das hier. Dann machen wir nochmal auf. Ich habe vergessen, was sie gekostet haben. Die waren einigermaßen bezahlbar. Wer heute sowas sucht, im Go Asia, wo ich dann mal drin war, kurz darauf wiederum, habe ich gesehen, es gibt natürlich ziemlich viele so Sorten von diesen Dingern. Und da müsste es diese auch gegeben haben. Also, oder halt in einem beliebigen anderen asiatischen Supermarkt, den es sicher auch in einer vernünftigen Großstadt geben sollte. Wenn es in Augsburg gibt, gibt es anderswo auch. Und ich will es ja immer cool aufmachen und kriege das heute nicht hin. Jetzt ist mir zu blöd hier. Hilfe. Also blöder hätte ich es nicht aufreißen können. Jetzt aber. Gut. Also probieren wir unbeschadet welche rauszuziehen. So sieht das aus. Ein länglicher, fleischfarbener Stab. Aber, und er steif, wie man sieht. Nix schlaff. Okay, also. Riecht süß, orangig, erdbeerig. So direkt mag man nichts. Ja. Der Bumsi freut sich irgendwo im Stillen, ich weiß es. Also ist vom reinen Abschlecken merkt man nichts. Dazu ist die Schokolade zu. Ich hatte es aus dem Kühlschrank übrigens, aber das sollte nicht stören. Ein bisschen
bisschen schwach, der Geschmack, finde ich. Also man merkt nicht viel von der Erdbeere. Ne? Ja, es ist unauffällig. Ich habe vergessen, was die andere Sorte war. Ich glaube, irgendwas mit Schokolade. Gut, ist ja auch Schokolade, aber ich habe vage im Kopf, ist ja Monate her, dass das irgendwie prägnanter war vom Geschmack her. Das hier ist irgendwie, sieht zwar schön, oh, guck mal, sogar mit Reservoir oben. Unglaublich. Kann man wegessen, kann man knabbern, aber der Erdbeereindruck ist sehr, sehr, also es riecht ziemlich, oder hat am Anfang ziemlich erdbeerig gerochen, aber esstechnisch, jetzt beim Essen, muss ich sagen, sehr, sehr zurückhaltend. Bin jetzt etwas enttäuscht, muss ich sagen. Das müsste besser sein. Es ist okay, aber man merkt es kaum. Halt, wenn man 3 oder 4 auf einmal isst, aber es, bei dieser kleinen Menge muss man die einzeln genießen. Na gut, einen letzten nehme ich noch. Ja, stimmt weitgehend überein. Kein Etikettenschwindel sozusagen. Crispier und tastier. Ja, ich finde, das ist ein bisschen langweilig. Das müsste intensiver sein, der Geschmack. Ist er aber nicht. Hier nochmal. Wer es suchen will, viel Glück. Aber probiert vielleicht eine andere Sorte. Die hier ist ein bisschen unspektakulär. Kann ich nur sagen, ne? Elegant mit einem schwungvollen Ding nach hinten geworfen. Kann sagen, ich habe geknabbert, ihr habt es gesehen. Damit bis nächstes Mal. Tschüss.